Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, heute ein bisschen anderes Video wie sonst immer. Heute gibt es mal wieder Neuigkeiten zum LS 22. Und zwar ist gestern, also am 14. März, ein Patch rausgekommen, und zwar der Patch 1.9. Ist rausgekommen. Wer den noch nicht alles Download hat, sollte mal nachschauen. Aber normalerweise sollte jeder jetzt schon den Download haben, und wenn man neu ins Spiel reingeht, sollte er dann auch automatisch installiert werden. Genau, dann, was ist neu? Das schauen wir uns heute im Video an. Der Patch ist gestern in der Früh rausgekommen. Das ist der Patch 1.9, wie schon gesagt. Da sind Vorbereitungen für das DLC, wo jetzt ja bald kommt. Genau. Und ja, dann nochmal der Hinweis eben, dass aktuell ausgerollt wird, aber ich denke mal, die meisten sollten es schon haben. Ja, dann eben wegen dem Göbal-Pack, das wo am 21. März rauskommt. Deswegen ja, ist das Update als Vorbereitung schon rausgekommen. Und eine neue ein neues Lagergebäude, und zwar das hier, ist auch rausgekommen. Nicht nur für die, wo das Goodbye Pack haben, sondern für alle ist die Halle neu rausgekommen, die da. Genau. Und genau, man kann jetzt auch noch eine neue Grafikeinstellung ändern. Ich weiß aber noch nicht ganz, was die macht. Und zwar die Grafikeinstellung Screen Space Shading Rate oder so, keine Ahnung. Soll das Spielerlebnis noch verbessern. Ich weiß es nicht. Das werde ich aber jetzt in den nächsten LS-Videos mal aktivieren und schauen, was das ist. Oder wahrscheinlich vor dem Video schon mal zum Schauen, was das sein soll. Vielleicht schauen wir uns das jetzt auch kurz nach dem Video oder nachdem ich euch das Ganze gezeigt habe noch an. Das sehen wir aber dann. Genau. Ist eigentlich nicht mehr viel Großes passiert. Der Changelog, Ballenpalettengebäude ist hinzugefügt worden. Und halt dann noch Bugfixes. Das könnt ihr euch aber selber durchlesen. So viel ist eigentlich auch gar nicht passiert, muss man sagen. Genau. Ja, fürs Modding noch Unterstützung für bis zu 64 Fruchtarten in Modkarten hinzugefügt. Ja, gut. Und ja, hier sieht man jetzt nochmal das zweite Jahrespack von LS. Und zwar das Göbal-Pack, wie gesagt, kommt am 21. März. Und ja, genau. Dann schauen wir jetzt noch schnell in LS, was die neue Einstellung macht. Bis gleich. So, jetzt sind wir in-game, und zwar bin ich jetzt nur in den Einstellungen. Anschauen oder aktivieren werde ich jetzt auch, das teste ich jetzt erstmal. Und ja, Screen Space Shading Rate optimiert die Leistung auf der Grundlage von Lumianz und Geschwindigkeit, was zu einem leichten Verlust an visueller Wiedergabe Treue führt. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Wenn ihr Ahnung habt, gerne in die Kommentare damit. Aber ich denke mal, dass es so ist. Wenn es aus ist, ist wie ja wie jetzt halt Qualität. Quality ist damit die Qualität im Vordergrund steht, also die FPS oder halt allgemein die Qualität. Balance ist die Mitte, sage ich jetzt mal, und Performance, dass halt eben mehr Performance da ist, also das ist eher mehr FPS Performance. Dann Balance ist ausgeglichen, dass das ausgeglichen ist, und Qualität ist damit die beste Spielqualität, sage ich jetzt mal, da ist. Aber genau kann sich euch auch nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob sich aktivieren werde, ob es überhaupt was bringt. Werden wir dann in den nächsten Videos ja sehen. Und ja, jetzt würde ich sagen, was ist mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann am Freitag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein LS22 Video. Euch noch eine schöne restliche Woche,
Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.